Willkommen zurück, by the way. Letztes Mal haben wir unsere Kristalle geholt, die drei Stück. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn wir die einsetzen, an der Stelle, wo wir sie hinbringen sollten. Hallo, hallo. So. Tinkan und ich verehrt von den Einheimischen. Genau. Ist schön, dass sie mich jetzt so mögen. So, also gleich sind wir wieder in unser Forschungslabor. So. Jetzt gehen wir hier hinter zu dem Kristallsockel und da tun wir jetzt die drei Kristalle rein. Sehen, was passiert. Also los geht's. Es funktioniert. Eine topografische Karte mit Hinweisen. Es sollte einfach sein, das von oben zu lokalisieren. Ich werde das zu meinem Schiff senden. Okay. Auf geht's. Okay, da ist irgendeine Radaranlage angegangen. So, wir sind jetzt im Orbit. Beziehungsweise... Nee, das bin ich nicht. Unbekanntes Signal gefunden. Eine Übertragung. Es sollte eigentlich niemand hier sein. Signal verloren. Scannen wir mal die Umgebung. Bewegung identifiziert. Wen haben wir denn da? Major Tom. Ein schickes gestohlenes Schiff und ein schickes Kopfgeld auf seinen Kopf. Also ein Kopfgeldjäger, der den jetzt... Eieieiei. Der ihn jetzt vom Himmel holt. Wäre ja auch zu einfach gewesen, jetzt einfach ans Ziel zu fliegen. So, bin ich... Uff, was ist passiert? Ein Kopfgeldjäger hier? Warum? Oh Gott, bitte nicht. Tak, 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 tak. Gott sei Dank, dir geht's gut. Ist hier nicht sicher für sie. Tak, tak, tak. Ich muss die Bedrohung beseitigen. Tinkern? Alles in Ordnung? Gut, schnappen wir ihn uns. Neu finde einen Weg, den Kopfgeldjäger loszuwerden. Jetzt gehen wir erstmal zum Hologramm und versuchen mit dem zu reden. Denda, schalte dich ab. Dank, dank, tak, tak. Tja, schaltet sich jetzt nicht ab. Ganz schön rabiniert. Schönen Tag, sagt er. So, also raus und gucken wir mal, was da passiert. Okay. Aha. Das ist das fremde Raumschiff vom Kopfgeldjäger. Der hat irgendeine Fernsteuerung. Hi. Da gehen irgendwelche Roboter an. Okay. Hier sieht man ihr Sichtfeld. Also das sollten wir mal lieber. Jetzt hat es gespeichert. Ein Stück zurückgehen. Gehen wir mal in die Richtung. Da ist irgendein kleines Viech. Gut, also hier geht es auch runter. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen, wenn wir hier runterkrabbeln. Stroh oder sowas. Rennen wir mal. Jetzt müsste über uns irgendwo der Kopfgeldjäger sein. Sie hält kaum das Gewicht des Raumschiffs. Ah, wir haben jetzt einen Weg gefunden, den Kopfgeldjäger loszuwerden. Benutze Sprengstoff, um die Säule zu zerstören. Ja, wo kriege ich jetzt Sprengstoff her? Finde ich bestimmt. Sie hält kaum das Gewicht des Raumschiffs. Gut. Gucken wir erstmal in der andere Richtung. So. Also, springen wir mal hier hoch. Da hoch. Zack, zack.
Eine Erinnerung, die wollen wir uns anschauen. Eine Erinnerung bleibt nämlich. So, an was erinnern wir uns denn? Oh, Krankenhaus oder sowas. Also irgendwas versprochen im Krankenhaus, vielleicht, dass er ihr helfen will. Das macht er ja jetzt auch. Also, erstmal muss er sich selbst helfen. Denn der Kopfgeldjäger, der ist hinter ihm her, weil er ja am Anfang das Raumschiff gestohlen hat, um hier zum Tempel des ewigen Lebens zu kommen. Jetzt haben wir das Problem, dass hier vorne komische Roboter rumlaufen. Ihr speichert's. Ha! Gut, zwei sind schon mal hinüber. Jetzt gucken wir mal. Ah, hier geht's auch wieder runter. Schauen wir uns erstmal hier unten um. Der hier sieht aus, als wäre nicht so einfach zu erledigen. Aber wir werden es sehen. Also erstmal hier unten schauen. Okay, hier geht es nicht weiter, wie es aussieht. Nee. Also in der andere Richtung. Okay. Hier ist ein Wasserbecken. Okay, und das ist abgeschlossen. Hier geht es nicht weiter, also man muss irgendwo einen Schalter finden, um das aufzumachen. Und dann ist da unten irgendwas, keine Ahnung, ich kann ja mal aufsuchen. Nichts passiert. Ja. Na gut, hier ist ja auch keine Konsole. Also gehen wir mal hier hoch. Und schauen mal, ob wir den Roboter da oben auch einfach durch ein Schild abwehren können. Das Schild einstellen, so. Okay. Drücke E, um es neu zu versuchen. Das versuchen wir erneut. Also, wir müssen vielleicht Tinker anrufen und dann erstmal abhauen. So, also warten wir erstmal vielleicht, bis er in unsere Richtung läuft. Jawohl. Deckung. Gut, jetzt hier hinterher und Tink kann rufen. Jetzt kann ich ja hier wieder zurückgehen. Na komm, machen fertig. Jawohl. Das hat geklappt. So. Hier scheint noch einer zu stehen. Aha. Den kann man aber wahrscheinlich mit dem Schild, oder? Sehr gut. Also der ist hinüber. Hier geht's in die weite Wiese. Ich verlasse meine Frau nicht. Selbstverständlich mache ich das nicht. So. Okay, das sieht aus wie was, was man erst nach oben fahren muss, damit Tinkern dann uns helfen kann. Wow. Ah. Klar. Der Typ macht jetzt den nächsten Roboter aktiv. Okay, jetzt muss ich mal darauf achten, wie die sich bewegen. Ja. Aufeinander zu. Voneinander weg. Ah, alles gleichzeitig. Ja, das wird ein Ding. War zu nah dran, okay. Also nochmal. Ah, da laufen sie wenigstens schon.
Ja gut. Sehen, ob es den da vorne mit zerdeppert hat. Oh, der hat irgendeine andere Waffe. Kann ich hier hochspringen? Schwierig, wie mache ich denn das jetzt? Ich kann einfach mal versuchen, was passiert, wenn ich den hier... Ah, der hat ein Schild. Ich kann vielleicht an dem vorbeilaufen, wenn mein... Also einer vorbeilaufen geht nicht. Also machen wir den Spaß nochmal. Hier hoch. Der hat ein Schild. Wie kriege ich den denn von der Treppe weg? Da oben. Vielleicht kann man da irgendwas runterschießen, das auf den drauf fällt. Da rieselt irgendwas. Seht ihr? Erstmal warten, bis wieder aufgeladen ist. Jawohl. Ha. Das hat geklappt. So, jetzt kann ich hier vorgehen. Ich mal hier unten umschauen. Da bin ich wieder über meinem Schiff, wie es aussieht. Okay, wenn ich jetzt hier hochkrabbe, ich glaube, der ist noch deaktiviert. Na gut, war klar. Der wird natürlich eingeschaltet. Ah, das ist so einer, der so blöde. Dingan ist zu weit weg. Ah, logisch. Dem muss ich erst helfen da. Ah. Gut, also ich muss erst mal warten. So, jetzt nicht wie hinterher. Tja. Was mache ich denn da? Also ich muss dem... Der Tinkern könnte mich hier hochheben. Ich müsste wahrscheinlich auf dieses Ding hier drüben drauf, damit... Also, der steht da oben. Vielleicht kann ich hier oben noch irgendwas machen. Ich muss ja irgendwas machen können, sonst wäre es ja sinnlos. Gucken wir uns mal hier um. Da kann ich nicht hochspringen. Okay, und das kriege ich so nicht hoch. Tinkern kommt hier nie hoch. So. Was kann ich tun gegen diesen blöden Typen da? Muss ich den Tinkern erstmal hochbringen. Ich kann mich hinter den stellen, aber der dreht sich irgendwann um. Und dann tut er sein böses Werk. Vielleicht kann ich hier irgendwo an ihm vorbeigehen. Hier geht nichts. Ja, mein Schild nützt mir ja nichts. Aber irgendwie muss ich doch zumindest hier ein Tinkern irgendwas machen können. Das nützt nichts. Ich will aber hier auf diese Plattform. Es muss doch irgendwie was möglich sein. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Nee, das bringt mir nichts. Also da bin ich auch nur... Brei. Das geht garantiert. Was habe ich denn noch? Ach, ich habe eine Idee. Ich habe ja nicht nur ein Schild. Das ist natürlich... Oh, die mache ich mal hier wieder runter.
Wenn ihr euch erinnert. Ich kann ja teleportieren. Ha. Da gehe ich jetzt hier hoch. Gehe ihm hinterher. Warte, bis er stehen bleibt. Dann mache ich so. Dann gehe ich so. Und warte, bis er kommt. So. Und jetzt. Ha. Habe ich mich an dem vorbeigeschlichen. Tja, was muss ich jetzt machen? Wahrscheinlich nichts passiert. Was kann ich nochmal? Was habe ich alles? Schild, Teleportation, Telekinese. Ah, Telekinese. Logisch. So, das haben wir. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder an dem vorbeikommen. Stellen wir wieder Teleporter ein. Laufen ihm hinterher. Schwupp. Jetzt warten wir, bis er uns folgt. Und dann holen wir Tinkern hoch. So, also. Telekinese hatte ich ganz vergessen, dass ich das kann. So, Achtung. Na. Da kann er nämlich hier oben schön. Da kann ich hier unten den auch anheben. Aufgepasst. Also, zack. Und hoch. Na komm. Jawohl. So macht er das ordentlich. Tinkern ist verängstigt. Muss erst mal ausweichen. Da kann ich nur wahrscheinlich erst rufen, wenn ich von der anderen Seite komme. Also, Teleportation. So. Dann warte ich, bis der dumme Roboter hier an dem vorbei ist. Dann gehe ich da hin. Stell mich hier her und rufe einen Tinkern. Ja, los, schnell. Sehr gut. Und jetzt? Ha! Den hat's erwischt. Sehr gut. So. Jetzt lässt mich Tinkern hier hoch. So. Gut, und jetzt heißt's klettern. Ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen, aber sieht so aus, als würden wir abstürzen und wir einen Fehltritt machen. Also, es rauscht Sand drüber. Noch ein bisschen runter. Sand. Jetzt keiner. Oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es Sand ist. Jetzt drüber. Ja, den kann springen. Ich scheinbar nicht so gut. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Also, das kann man. Jetzt rüber, runter, rüber. Jetzt warten. Rüber, hoch, rüber. So, und jetzt bin ich gleich auf der ersten. Oh, ja. Okay. Also hier komme ich gerade nicht rüber. Ich muss hier von oben irgendwas tun. Aber was? Tinkern rufen am besten. Ja. So, das hat schon mal geklappt, genau. Ja, und kaum betrete ich hier die untere Geschichte. Ja gut, das haben wir. So, da drüben war auch noch so ein komischer Roboter. Stellen wir mal spaßhalber ein Schild ein. Was ist das für ein? Da unten ist ein Knopf.
Der hat wieder so eine Feuerspucke. Gehen wir mal hier auf das Panel. So, das kann man natürlich aktivieren. Nee, können wir nicht. Schauen wir mal, was hier noch ist. Also wir müssen irgendwie an dem da vorbei. Ah, wie? Ich kann mal das Schild probieren. Vielleicht ist das ja einer mit einer Waffe, dem das Schild... Ah. Gut. Mist. Gut, lose Klappe. Das hilft uns erstmal noch nicht viel weiter, aber wir krabbeln erstmal hier runter. So, ja. Wie viel hat denn der noch von den Dingern? Das sind aber die mit der dicken Feuerspucke. Der geht und der geht vielleicht auch. Gut, die zwei haben wir. Die Dinger, da gibt es ja Telekinese. Haben wir gelernt. Vielleicht kann ich die damit drehen? Nö. Nee. Okay, muss man irgendwie anders machen. So, da ist so einer. Gucken wir erstmal, was hier ist. Irgendwelche Leitungen. Würde mich lieber erstmal einen Teleport probieren. Komm weg da. Nummer 1. Ah, oh, noch so ein Typen. Krieg ich den auch dorthin kann? Geht von da nach da. Also da kommen wir mit Teleport vorbei. Also erstmal den Teleport deaktivieren. So. Mist. Jetzt haben wir wieder die zwei. So, dann haben wir hier ihn. Was haben wir gesagt? Teleportation möglicherweise. Muss mal aufpassen. Na, wir haben das da vorhin so schön gemacht. Gut. Also die zwei gehen schon mal recht einfach. So. Teleportation. Ja, ist glaube ich vorher nicht so weit gelaufen. Gut, Nummer 1 ist weg. Ich kann mich vielleicht an ihm vorbeischleichen und dann die Leiter runter. Ah, was macht er jetzt? Ah. Dieses Modell besitzt einen großen Energiekern. Er könnte irgendwie zur Explosion gebracht werden. Also gut, wir haben unsere Bombe gefunden. Muss erstmal schauen, wie wir den jetzt außer Gefecht setzen sollen. Also ich kann hier rübergehen. Genau. Springen. Hier ist ein Panel, was ich drücken kann. Sehen, was das auslöst, wenn ich das drücke. Okay, dann wird dort was entladen.
So. So, und hier komme ich erstmal nicht weiter. Ich müsste jetzt hier hoch und dann hier rüber springen, wahrscheinlich. Hier unten ist zwar der Kopfgeldjäger, aber der wird nicht so, da wird man nicht so einfach hinspazieren können. Also hinter diesen komischen Roboter bin ich schon mal gekommen, da oben sind noch inaktiver. Jetzt könnte ich hier schnell hoch, aber ich erstmal, ach so, muss man wahrscheinlich. Jetzt hat er mich gesehen, oder? Nee. Ja, da geht's wieder hier los. Natürlich ein bisschen blöd. Nee, es ist schon alles gut. Die sind schon weg. Wie kriege ich den hier zur Strecke gebracht? Das Panel, wissen wir, was es macht? Kann ich doch den großen Sprung machen? Ich versuch's mal. Ja, so. So habe ich es natürlich nie gewollt. Zack. Aber jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen aus. Beziehungsweise, wir können mal gucken. Nee. Okay. So. Ja, der Sprung war zu weit. Okay, also dieser Sprung ist nicht gemeint. Hier war eine Platte, da brauchen wir noch irgendwas. Oder mit Telekinesis da auch nicht zu wollen. Gut. Da ist irgendein Bild an der Wand. So, also, wir können hier hoch. Springen können wir nicht. Wir können warten, bis der gerade in die andere Richtung geht. Wahrscheinlich herlocken. Na gut. Ah, war klar. Ah, so viele. Oh, jetzt wird's aber haarig. So. Sollte ich mal wieder den Schild einschalten, weil das sieht aus, als wären es welche, die den Schild nicht vertragen. Ja, und ich bin auch, ich habe ihn auch nicht vertragen. So, also den haben wir erstmal. Gut, aber hier oben ist ganz schön was los. Und der da drüben? Den Sprung will ich jetzt noch nicht wagen. Ich denke, man muss hier oben schon probieren. Die kreuzen sich. Hm, zu tief gehalten. Rechtzeitig eingeschaltet. Naja, das ist halt auch. Man darf nicht ungeschickt sein beim Spiel. So. Ja,
gleich erwischt. Ja, Tinkern ist natürlich zu weit weg. Kriege ich den denn hierher? Ah, der Tinkern kommt immer noch nicht an dem da unten vorbei. Der da immer noch steht. Vielleicht muss ich den doch irgendwie. Aber wie will ich denn den erledigen? Den Muster-Tinkern eigentlich, den kann ich vielleicht dann locken, wenn der... gesehen. Wie soll das möglich sein? Also ihn muss ich hier kriegen. Sonst nützt das nichts. So. Also warten wir mal. Ob ich den locken kann. Tinkern, komm mal her. Tja, wie logge ich den darüber? Aber solange der dort ist. Gut, das war's. So, sehr gut. Also jetzt machen wir die obere Geschichte nochmal, wenn ich das nochmal hinkrieg. Ja. Oh nee. So, also. Nee. Na komm, du dämlicher Roboter. Habe ich das gerade gemacht? Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ehrlich gesagt. Dass er gekommen ist. Oder er geht alle paar Runden ein Stück weiter. Na komm. Mieser Kleiner. Nee, so geht's nicht. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe, aber diesmal hat's geklappt. So. Also, Schild einstellen. So, hier warten. Hinterher. Nein, so dumm. So, jetzt hoffe ich, der kommt ein bisschen hinterher. So. Also jetzt muss ich ein bisschen hinter dem herlaufen, das ist ein bisschen Unlock. Möglichst ohne an dem erwischt zu werden. Ja. Ich weiß nicht, was ich vorhin gemacht habe, damit er gekommen ist. Ich kann hüpfen vielleicht. Das habe ich zwar vorhin nicht gemacht, aber vielleicht dauert es einfach eine Weile, bis der seine... Jetzt macht er gar nicht mehr bis hier.
Anstatt Tinker anrufen, Roboter rufen. Sehen, was könnte ich machen, um den herzukriegen? Könnte ich den her teleportieren? Oha. Schild nützt nur nichts, das schützt mir hier alles nichts. Okay, jetzt. Und hoffentlich bin ich diesmal schnell genug. Die zwei da oben, das sind die schwierigsten. Also. Gut. Jetzt ihn. Er hat mich nicht gesehen. So, und die waren schwer. Jetzt ist nämlich Tinkern auch dabei. Mal sehen. Kann der hier schon was ausrichten? Nee. Gut. Und jetzt kann ich einen Tinker anrufen. Und jetzt schafft er es irgendwie hier hoch, genau. Und auf ihn. Jawohl. Das war doch gut. Bloß, wie komme ich jetzt hier runter? Vielleicht indem ich hier springe. Genau. Sah jetzt nicht so weit aus. Was man muss hier hingeht. Okay, den Sprung schaffe ich nicht. Ah, ich erinnere mich. So, und was kann ich jetzt hier machen? Muss ja irgendeinen Sinn haben, dass ich jetzt hier bin. Was man da genau machen, das werde ich wahrscheinlich das nächste Mal ausprobieren. Werden wir mal Telekinese probieren, ob da hier irgendwas geht. Nee. Also beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Jetzt wird erstmal gespeichert. Bis zum nächsten Mal, euer Astronier.